nicht weiß, was an einem Morgen um 10 nach 6 gut ist. Aber ich hoffe, euer Morgen ist gut. So, ich habe wieder ein bisschen weniger um die Ohren und ich komme wieder mehr dazu, Videos zu machen. Ich hatte echt ein schlechtes Gewissen. Ich muss erst ausräumen. Eieiei. Ihr seht, mein Auto verdeutlicht, was die letzten Tage los war. Ich habe so lange keine Videos gemacht. Ich habe so viel zu tun gehabt. Ich habe am Wochenende meine Frau genau eine Viertelstunde gesehen, während ich wach war. Und das war immer abends, wenn ich gesagt habe, hi Schatz. Und dann bin ich auf der Couch eingepennt oder sie ist ins Bett gegangen. Ich war eigentlich den ganzen Tag nur unterwegs. War viel zu tun, deshalb gab es leider keine Videos. Ich räume jetzt fix mal die Karre auf. Auto ist einigermaßen aufgeräumt. Los geht's. Jetzt seht ihr mich auch, ne? Wunderbar. Ich bin jetzt aus dem Baumarkt raus. Ich habe alles gekauft, was ich brauche. Da seht ihr einen Teil davon rumstehen. Wir müssen in der Hune-Tagesstätte ein bisschen unsere Wiesenbewässerung umbauen. Wir haben vorher immer mit 1,5 Zoll Schläuchen gearbeitet, also mit dünnen Schläuchen. Und ich habe jetzt alles komplett auf 3/4 Zoll umgestellt. Oder wir stellen jetzt auf 3/4 um. Ich habe halt alles jetzt in 3/4 Zoll gekauft. Mal größerer Schlauchdurchmesser, mehr Druck und dann kommt mehr Wasser hinten an. Und dann, ja. Dann haben wir die, kennt ihr vielleicht von zu Fußballplätzen oder so oder von Bauern, diese Sprenkleranlagen, die immer einen Strahl schießen und dann haut da mal so ein Ding und dann dreht sich das im Kreis. Das haben wir gekauft und das brauchen wir auch. Es ist so trocken, wir haben fast nur noch, also wir versuchen das halt alles so ein bisschen um die Wiese so lange wie möglich zu erhalten, weil es schon schön ist. Ne? Also es ist nicht nur vom Pflegeaspekt ist die Wiese viel schwieriger als der Sandplatz. Auf dem Sandplatz läufst du mit der Schaufel rum, sammelst die Scheiße ein und dann ist sie weg. Ja, durch den Sand ist sogar auch noch direkt das Ganze so gebunden und geruchsneutralisiert, dass es ein bisschen besser. Das ist in der Wiese nicht so. In der Wiese ist es tatsächlich so, dass es manchmal sehr schwierig ist, Kot aufzuheben, vor allem wenn die so ein bisschen dünnen Kot haben. Aber es ist halt einfach schön. Die Hunde sind nicht so dreckig. Es ist auch ein ganz anderes Gefühl und auch für unsere Kunden ist es schön zu sehen, dass wir da eine schöne große Wiesenfläche haben, wo die Hunde spielen können. Ja, von Jahr zu Jahr wird das leider immer mehr zu Acker. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das alles so vernünftig aufbauen, dass wir tatsächlich einfach auch wässern können. In jeder Ecke, ohne großen Aufwand. Ja, man glaubt gar nicht, was so ein bisschen Gartenschlauch kostet. Das ist schweineteuer, ey. Mit 70 Meter Gartenschlauch gekauft, das hat schon ein paar Euro gekostet. Naja, das soll aber auch erstmal alles zu dem Thema gewesen sein. Ich fahre jetzt schnell zur Huta und dann wird heute den ganzen Tag die Schaufel bemüht. Wir haben ja da war ja eine Firma da, die uns das Loch für den Pool ausgehoben hat. Komme ich da durch? Na, versuchen wir mal. Es war ja eine Firma da, die uns ein Loch für den Pool ausgehoben hat und die haben halt die ganze Erde einfach nur auf Seite getan, also auf unseren Wunsch, die hätten die auch entsorgt, aber dann bezahlst du es halt und dann verkaufen die Erde, das ist ja auch bescheuert. Wir müssen jetzt die Erde von Steinen und von Verunreinigungen befreien, da ist halt dann auch mal ein bisschen Schrott drin und dann findest du da irgendein alte, weiß ich nicht, irgendwas aus Metall oder so, das ist halt so, ne? Weil im Boden kann halt alles mögliche drin sein, ein bisschen was an Müll und Steinen ist da drin, das muss raus, und dafür ist dieses Sieb da. Das Durchwurfsieb, da werde ich nachher die Erde sieben. Und mit der Erde werden wir dann die Löcher stopfen, die eure Hunde bei uns auf der Wiese buddeln. Ja. Jetzt diese ganze Woche werde ich viel mit der Schaufel rumhantieren müssen. Die Alina wollte eigentlich kommen, die hat jetzt gerade abgesagt. Ihr tut irgendwie die Rippe weh, geht jetzt erstmal zum Arzt. Hoffentlich wird ihr nicht krank geschrieben. Ich habe gedacht, ich habe endlich mal ein bisschen weniger Stress. Ich habe gedacht, hoffentlich. Also wenn die jetzt krankgeschrieben wird, dann wäre das ganz blöd. Und die war ja gerade erst noch im Krankenhaus, dann hatte sie jetzt Fortbildung. Im Moment
Moment wuppe ich das irgendwie alles alleine und Christine hilft mir und die Janine hilft mir ab und zu. Ja. Mal gucken, was der Arzt sagt. Gut, ab zu Huta. Schon ganz viel weg. So, ich kämpfe fleißig gegen den Berg an. Also als der Mann für den Pool da war, der den Pool ausgehoben hat mit dem Bagger, habe ich ihm gesagt, er soll hier das gerade schnell wegbaggern, locker baggern. Und wir sieben das jetzt. Ja. Das heißt, da steht so ein Schüttsieb. Da, das sieben wir, damit wir saubere, feine Erde haben. Die benutzen wir, um auf der Wiese dann die Löcher zu stopfen. Und der ganze andere Kram, den schütten wir zu so einem Wall auf da hinten. Und dann haben wir hier noch eine Stellfläche für ein Auto. Aber wir haben ein anderes Problem. Das ist ja ein altes Bahngelände. Boah, ich guck voll in die Sonne, ey. Das ist ja ein altes Bahngelände, ne? Und wie das so ist, ist das so einfach so zusammengeschustert worden, wie man das halt damals so gemacht hat. Was weiß ich, das war 70er, 80er Jahre. Das heißt, beim Baggern hier haben wir leider das Telefonkabel zerlegt. Ja, warum auch immer das Telefonkabel hier einfach mitten vor der Tür einfach aus der Erde kommt, das wissen wir auch nicht. Aber das ist nicht so schlimm. Ich habe direkt schon jemanden da gehabt, der es repariert hat. Ja, da liegt das Telefonkabel. Da oben links in der Ecke seht ihr, da buddel ich jetzt, damit wir das in die Erde legen können. Und dann legen wir das da hinten in der Erde lang bis auf unser Grundstück. Und das ist eine ganz, ganz tolle Arbeit bei 33 Grad. Macht Spaß. Aber naja, soll nicht euer Problem sein. Damit ihr auch eure tägliche Dose Hunde und Spiel und all sowas kriegt, hänge ich euch jetzt hier an den Zaun. Und ihr könnt einfach den Klotzköppen beim Spielen zu gucken. Viel Spaß. Hey Balu. Hey Balu. Hey Balu. Balu, Balu. Da wackelt der ganze Zaun, wackelt da. Hallo Ira. So, da sind noch ein paar. Ach Ira. Kannst jetzt hier nicht raus. So sieht die Erde dann aus, wenn wir die gesiebt haben. Also vorher hat das halt viel Müll, grobe Brocken. Und so haben wir fein gesiebte Muttererde. Also ein paar kleine Steinchen drin, das ist nicht schlimm. Und das mischen wir mit Blumenerde. Kommt immer so ein halber Sack Blumenerde oder von unserem Kompost auf so eine Schubkarre. Wenn wir die fertig machen und damit stopfen wir die Löcher, die eure Hunde buddeln. Entweder die Hunde oder der Maulwurf. Irgendeiner macht immer Löcher. Damit kann man das ganz gut stopfen. Und ich habe schon, ja, die Hälfte haben wir schon bewegt, jetzt die andere Hälfte noch da hinten hin und dann haben wir hier noch einen ordentlichen Parkplatz. Das soll es auch heute sein mit dem Videoblog aus der Huta
Ich bin fast bedient. Ich mache noch eine Viertelstunde hier und dann bin ich raus. Ihr dürft noch ein bisschen Hunde gucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.